Dann ich bin's wieder von iOS-Tipps. Bei mir geht es heute um die Kurzbefehle. Dazu gehen wir wieder in die Einstellungen-App, gehen erstmal unter Allgemein und gehen dann weiter runter bis zur Tastaturabteilung. Hier gehen wir auch wieder weiter runter bis zu den Kurzbefehlen. Dann sieht man hier die Kurzbefehle, die ich schon eingegeben habe. Und hier oben auf dem Plus, das ist eigentlich das Richtige, kann man die Kurzbefehle hinzufügen. Wenn wir jetzt zum Beispiel haben wollen, hier gibt man den Kurzbefehl ein, also vielleicht, wenn wir das so schreiben, wenn wir das dann eingeben, soll geschrieben werden, vielleicht. Dann sichern wir das Ganze und um euch zu zeigen, dass das Ganze auch funktioniert, gehen wir mal kurz in die Notizen-App und schreiben mal hier VLLT und John, seht ihr hier, kommt vielleicht als Vorschlag. So, das war's auch schon wieder und bis zum nächsten Mal.